Hallo meine Lieben, hier ist wieder Christian, der Auswanderlux, und heute geht es im Video um meine Anfängerfehler in der Schweiz. Ja. Einen Anfängerfehler habe ich schon mal erwähnt, dass ich am Anfang so gerne Grüezi und Adi gesagt habe zu Leuten, mit denen ich eigentlich per Du war, was man eigentlich nicht macht in der Schweiz oder was man vielleicht aus dem Spaß heraus macht, aber die Regel ist es nicht. Und es gab auch noch zwei andere, die ein bisschen ernster sind. Und ich glaube, dass ich halt nicht alleine damit gewesen bin, oder nicht der einzige Einwanderer in der Schweiz gewesen ist, dem das passiert ist. Oder vielleicht sogar, also manches auch aus deutscher Sicht natürlich. Zumindest auch bei dem ersten Punkt, zu dem ich gleich kommen werde, das werden wahrscheinlich viele Deutsche so gemacht haben oder vielleicht immer noch so machen. Was ja auch nicht unbedingt ein Fehler sein muss, aber für mich war es irgendwie schon eine Art, eine Sache, wo ich dann hinterher gedacht habe, so ey, das war schon übertrieben, so was ich da halt gemacht habe. Und der zweite Punkt ist dann schon ein bisschen ernster, aber dann kommen wir dann gleich dazu. Fange ich mal direkt mit dem ersten Punkt an, nämlich, dass ich am Anfang immer für irgendwelche Kleinigkeiten, oder nicht immer, aber oft für irgendwelche Kleinigkeiten nach Deutschland gefahren bin. Dass ich da dann, wenn ich in Deutschland war, in der Heimat, dass ich dann da zum Friseur gegangen bin, dass ich dann da eingekauft habe, dass ich da getankt habe sogar. Das war bei mir am Anfang auch jetzt nicht so ein großer Umweg jetzt oder ein Extraweg, weil ich halt in Schaffhausen gearbeitet habe. Und da war es dann bis zur Grenze, bis zur Deutschen dann nicht mehr weit. Es ist ja direkt an der Grenze gelegen. Und dann bin ich dann ja, häufig vor der Arbeit oder nach der Arbeit nach Deutschland gefahren. Hab da getankt, hab da eingekauft. Ich bin sogar mal für einen Rasierapparat bin ich dann auch sogar mal dahin gefahren, nach extra zu so einem Mediamarkt. Eben, und warum? Weil ich gedacht habe, so hey, die Schweizer Preise sind einfach horrend und ich war einfach nicht bereit dazu, das zu bezahlen, ja, diesen Mehrpreis, auch wenn es oftmals gar nicht so viel mehr war. Ja. Natürlich hat sich dann noch die Mehrwertsteuerrückerstattung bemerkbar gemacht. Das geht ja, wenn man in der Schweiz wohnt und man geht dann im Ausland einkaufen, in Deutschland zum Beispiel, und dann ja, fährt man halt zum deutschen Zoll, gibt da den Ausfuhrschein ab, den man im Geschäft vorher verlangt hat. Und da wird er abgestempelt, und beim nächsten Mal, wenn man wieder in Deutschland ist bei dem Laden, gibt man den Ausfuhrschein ab und kriegt dann die Mehrwertsteuer erstattet von dem vorherigen Einkauf. Das war natürlich auch noch immer so ein Anreiz. Ja. Das war auch irgendwie, als es neu war, hat mir das schon ziemlich gefallen. Hat mir halt richtig gut gefallen, dass ich nochmal was sparen konnte. Ja. Aber eben, in der Schweiz, habe ich schon häufig gesagt, warum ist es hier teilweise teurer? Na ganz klar, weil hier die Mieten höher sind, weil hier die Löhne höher sind. Auch nicht bei allen Produkten. Es gibt auch Produkte, wo dann halt schon mal gerne die Kaufkraft abgeschöpft wird. Das will ich auch nicht das will ich auch nicht irgendwie verheimlichen oder so. Aber eben, ja. Was man auch noch sagen muss, die Preise haben sich in den letzten Jahren immer mehr angepasst. Das fällt mir zumindest auf. Ist jetzt mein subjektiver Eindruck. Und von daher lohnt sich sowieso immer weniger. Und was mir mit der Zeit aufgefallen ist, es kostet Nerven und es kostet halt auch Zeit. Ja? Das ist alles von meiner Freizeit abgegangen. Und das habe ich nie als Zeit für mich irgendwie gesehen. So, ich habe immer gedacht, so, ja, ich habe ja dann Freizeit, ist ja egal, was ich dann mache. Aber eben, dass es vielleicht schwachsinnig ist, nach der Schicht dann noch irgendwohin einkaufen zu fahren, anstatt direkt auf dem Weg zu bleiben. Das habe ich irgendwie noch nicht so gesehen. Ja. Und das ist immer mit der Zeit mehr geworden, dass ich halt gedacht habe, so hey, ist einfach nicht wert jetzt für so ein paar Franken. Und es ist im Endeffekt dann auch nicht so viel gewesen, was ich da gespart habe, jedes Mal da über die Grenze zu fahren und so. Und das habe ich dann auch irgendwann aufgehört. So, ja. Und ich habe das auch von anderen Kollegen schon gehört, die hier in der Schweiz leben und aus Deutschland kommen. Denen ging es auch so am Anfang. Am Anfang haben sie halt, da schockt einen als Deutscher halt schon der höhere Preis. Selbst wenn man einen höheren Lohn hat hier und so. Aber irgendwie, man ist einfach ein anderes Preisniveau gewohnt. Und das ist auch nur natürlich, denke ich mal, dass dann so eine Reaktion kommt. Und dann ist es auch nur natürlich, dass es dann irgendwann mit der Zeit abflacht. Man gewöhnt sich einfach dran. Man gewöhnt sich an alles. Es ist dann eher andersrum. Es ist so, wenn ich dann nach Deutschland gehe und dann die niedrigen Preise sehe, auch im Restaurant zum Beispiel, dann freue ich mich einfach und denke mir so, hey, ist ja super, dass ich jetzt hier bin und mir das so günstig vorkommt. Jetzt ist irgendwie der Schweizer Preis, ist der Normalpreis. Und das, was ich in Deutschland sehe, ist dann halt so, wo ich denke, so boah, krass, ist günstig.
Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich das Schweizer Preisniveau als unnatürlich oder so empfinde. Es ist einfach so. Es gibt halt Unterschiede, ja. Das ist dann einfach so. Und manche Sachen sind ja in der Schweiz sogar günstiger, ja. Habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Strom zum Beispiel, oder? Genau. Und jetzt dann zu dem zweiten Punkt, der da wirklich schon ein bisschen heftiger war. Ich habe ja angefangen mit der Jobsuche damals und ich bin in der Chemiebranche gewesen und habe eine Ausbildung, die für die Chemiebranche und für die Pharmaindustrie oder für die Pharmabranche ja, notwendig ist oder dafür ausgelegt ist. Und dann habe ich halt danach gesucht oder nach Firmen, die mich anstellen könnten. Habe ich aber auch am Anfang geguckt, so hey, in Basel, Basel ist so der, wirklich der Hotspot so für die Chemie- und Pharmaindustrie in der Schweiz. Und dann gibt es noch was im Aargau, gibt es auch noch einige Unternehmen, die dort sind. Und im Bereich Zug sind auch noch Pharmaunternehmen. Aber so in Zürich und Umgebung sieht es halt ein bisschen mau aus. Ja? Das war mir von Anfang an bewusst. Und ich habe dann halt geguckt, so hey, in Basel, da hat es halt viele Stellen und auch viele spannende Stellen. Und das waren auch, finde ich, viele interessante Unternehmen. Und da habe ich mich dann am Anfang beworben und hätte auch Stellen bekommen. Aber eben, das war mir dann doch etwas zu weit, weil ich war ja gebunden an den Ort Zürich hier durch den Job meiner Frau. Ja? Meine Frau wollte den Job nicht aufgeben, auch zu Recht natürlich. Sie hat da eine gute Position und so. Und deswegen war das von Anfang an kein Thema, dass sie irgendwie dann sich auch noch einen anderen Job sucht und so. Wäre ja auch Quatsch gewesen, ja. Gut, dann war Basel halt weg, ja. Dann habe ich schon geguckt noch so im Aargau, was es da noch gibt und so. Drumherum beworben, klar, in Zürich und Umgebung gibt es auch schon einige kleinere Chemie- und Pharmaunternehmen, aber eher wenige. Und dann habe ich mich dann schlussendlich für Schaffhausen entschieden. Das war ein großes internationales Unternehmen. Das Angebot sah, also war wirklich gut. Ja. Und meine Frau hat mir am Anfang immer gesagt, hey, überleg dir das gut. Schaffhausen und Zürich, das ist schon eine Strecke. Auch wenn die Autobahn frei ist, irgendwann kann ich das nerven oder so. Und ich habe mir gedacht, so, ja, ne, ich fahre eh gerne Auto und das macht mir nichts und so. Und ja, ist schon easy. Und mir hat das halt gut gefallen da. Das Unternehmen hat mir gefallen und die Stelle hat mir gut gefallen. Und deswegen bin ich darauf auch eingegangen. Und klar haben wir dann schon gedacht, so irgendwann ziehen wir dann mal um und dann ziehen wir irgendwie in die Mitte, so dass es für beide dann irgendwie so eine halbe Stunde ungefähr ist zur Arbeit. Ja, ist es ja auch dann irgendwann geworden. Aber trotzdem diese ganze Pendelei, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, diese ganze Pendelei, das hat mich halt schon gestresst so mit der Zeit. Oder ja, ist einfach, es kostet halt Energie und kostet Kraft, ja. Und es war ja nicht immer so, dass die Straßen frei waren, ja. Es war nicht immer so, dass ich da einfach schön durchfahren konnte. Von Haustür zu Haustür waren es dann 45 Minuten. Aber eben bis man dann mal, also von Haustür zu Haustür meine ich eigentlich von der Haustür meiner Wohnung, bis ich mit dem Auto in Schaffhausen war und dort ausgestiegen bin, das waren 45 Minuten. Ja. Wenn die Autobahn frei war. Wenn die nicht frei war, hat es halt länger gedauert. Und ich habe oft eine Stunde oder mehr gebraucht. Und ich hatte auch schon mal Tage gehabt, wo ich dann erst um 9 Uhr oder 9:30 zu Hause war, wo ich Nachtschicht hatte. Also ich hatte dann um 6 Uhr Feierabend, meine ich 6:10 Uhr oder so hatten wir mal Feierabend, irgendwie so. Und da war ich dann erst um 9 Uhr oder 9:30 manchmal zu Hause, weil halt so krasser Verkehr war. Und Zürich ist halt morgens voll. Ja? Das ist einfach so die ganzen Straßen drumherum, das muss man halt berücksichtigen. Deswegen ist es gut, wenn man halt antizyklisch fahren kann. Das konnte ich durch die Schichtarbeit. Das war dann schon manchmal, das war schon ein Vorteil. Aber eben antizyklisch war dann nach der Nachtschicht zum Beispiel nicht, weil aus dem Umland wollen halt alle nach Zürich rein. Ja, da waren auch die Züge voll und wegen der Schichtarbeit konnte ich auch nicht immer auf den Zug umsteigen. Das wäre auch nicht so gegangen. Ich war halt aufs Auto angewiesen und das war dann schon eine Belastung. Das kam halt so schleichend und irgendwann man hat einfach gemerkt, dass man dünnhäutiger wird und so. Ja, das war nicht mehr so nice dann, ja. Das habe ich dann richtig gemerkt, als ich dann hinterher nicht mehr Schicht gearbeitet habe, sondern nur noch Gleitzeit hatte. Dann bin ich halt ganz normal morgens angefangen. Dann konnte ich halt irgendwann anfangen zwischen 6 und 9 Uhr. Und das war schon eine Entlastung. Und dann sind wir ja aus Zürich rausgezogen aus der Stadt hier nach Wallisellen. Das war auch schon nochmal einfacher und so. Das war dann schon um einiges besser. Aber eben, ich kann echt nur jedem empfehlen, möglichst drauf zu achten, so dass er oder dass sie halt ziemlich nah am Arbeitsort wohnt. Ja. Das ist schon ein immenser Vorteil, wenn man sich das ausrechnet. Von der Zeit und von den Nerven, auch von den Kosten her, ist es natürlich auch ein Vorteil.
Ist nicht immer möglich, ist klar, war ja bei uns auch so, weil halt in der Partnerschaft ist es ja nicht immer so, dass beide am fast gleichen Ort arbeiten können. Und von daher, ja, ist es schon eine schwierige Sache. Aber ja, das waren halt meine zwei oder mit dem Grüezi und Ade meine drei Anfängerfehler hier in der Schweiz. Ja. Vielleicht habt ihr ja auch Erfahrungen gemacht. So ich weiß, es schauen ja auch immer viele meinen Kanal, die auch aus Deutschland sind oder eingewandert sind und auch Erfahrungen gemacht haben. Und die könntet ihr zum Beispiel auch teilen. Könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr für euch als Fehler identifiziert habt, so in eurer Anfangszeit hier in der Schweiz. Ja. Würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Okay, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt, dieses Video hier. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.